wir dann das Wort und damit auch beschreiben das Gericht, heißt eigentlich nur Rinderfilet, dieses Rinderfilet und Hummerschwanz, beziehungsweise der Brustenschwanz. Mittlerweile gibt es aber auch viele Abwandlungen davon, die kennst du vielleicht irgendwoher mit Garnelen, mit Meeresfrüchten, aber wie gesagt, ursprünglich darf es nur Rinderfilet mit der Brustenschwanz sein. Wir im Serving Turf auf Deck 7 auf der Mein Schiff 2 sind ein Speedfestival, wir haben jeden Tag am Tag 30. Wir freuen uns auch über jede Reservierung. Im Gegensatz zur Sushi-Bar, wo sie nicht reservieren müssen, wäre es bei uns schön und wäre auch wichtig, wenn wir uns vorbereiten können auf die jeweiligen Abend. Und ich weiß, dass Sie auch nochmal zu uns kommen werden, sprich morgen Abend am 3.5. Wir haben auch Tora schon viel vorbereitet. Die Herren, entschuldigen Sie bitte. Morgen ist wirklich ein Zeichen der Dame bei uns auch. Also von daher freuen wir uns drauf. Und ich hoffe, nachdem wir jetzt als Hauptgang schon hier sind, wir gehen ja morgen hierher. Ja. Nee, doch haben wir uns das Dessert heute etwas anders ausfallen lassen. Das war was. Das ist ein Stück an der Zahl. Wir wollen jetzt auch in den nächsten 3-5 Stunden ein bisschen nahe bringen, dass Rind nicht gleich Rind ist, Schwein nicht gleich Schwein ist. Und auch ein paar Mythen aus dem Weg schaffen, wie zum Beispiel, dass Rinderrassen mit Kritik Bescheid werden oder. Wie gesagt, ja, man weiß, ich kann es da wirklich nicht rausschmecken, ob das hier Helene Fischer gehört oder Beethovens Freundin, ist natürlich nicht so. Aber dazu kommen wir später. Erstmal ganz kurz zu meinem Team. Wir haben hier einmal Felix, mein Chefkoch auf Deck 7. Hallo. Felix wird Ihnen gerade den meisten Teil erzählen. Er freut sich immer drauf, weil Küche sind hier an für sich nicht so kommunikativ, aber man Felix hat echt Glück gehabt. Meine beiden Stewards aus dem Surfing Turf, Marder und Steffen, die sind natürlich im Surfing Turf. Mein Team ist natürlich abends noch viel größer aufgestellt, jedoch werden die beiden sie gleich kulinarisch verwöhnen und betreuen. Und unsere Gastgeberin Alena. Alena können Sie gerne kontaktieren, wie unser Gastgeberteam, falls Sie bereits reservieren möchten, Fragen zu den Workshops haben oder im einzelnen Produkt, was wir an Bord noch Ihnen anbieten wollen, im gastronomischen Bereich oder auch im generellen, was heißt eigentlich Tui-Mann-Schiff. Aber jetzt erstmal genug meiner Worte. Felix, bitte sehr. Ja,